Hier sind jetzt mal die ersten Tuning-Teile für den Armored Crayton fertig geworden. Hier seht ihr nochmal das originale Teil. Das ist ja hier oben gebrochen. Es ist ein ziemlich hartes Plastik. Ich denke, wenn man sich das Original nachkauft, wird das ziemlich schnell wieder brechen. Deswegen habe ich hier ein neues Teil gemacht. Ein bisschen dicker, natürlich stabiler, aber auch leicht flexibel. Aus dem 3D-Drucker mit TPU. Einmal in einem schönen Rot und einmal wie original in Schwarz. Kann man sich aussuchen, was man gerne möchte. Passend zum Fahrzeug natürlich in Rot und in Schwarz. Andere Farben mache ich natürlich auch gerne auf Anfrage. Und wie gesagt, dieses Teil hier sollte jetzt auf jeden Fall länger halten wie das originale Kunststoffteil. Wir haben auch schon mal eins verbaut. Da blende ich hier mal ein Bild ein. Hat wunderbar gepasst. Und ja, der Fahrer freut sich und kann jetzt mit seinem Auto wieder fahren und hat ein langlebiges Ersatz- bzw. Tuningteil. Coole Sache.